Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt gibt es wieder die obligatorische Stunde Wahnsinn. Jeden Tag. Jo, in diesem Sinne, also ich bin im Moment noch ein bisschen überfordert. Also, der Vierfachbonus ist weg. Das heißt, ich glaube, ich mache heute auch nicht länger. Gut, Mission 1 ist machbar. Mission 2 vergessen wir. Mission 3 können wir auch vergessen, also die 2 packe ich nicht. Das glaube ich nicht, aber ich denke, die erste schaffen wir. Battle Pass, weil es auch vorwärts geht, denke ich doch, hoffe ich doch. Und ansonsten gucken wir, dass wir die 5 Tage Siege kriegen, dann bin ich happy und dann können wir mit einem ruhigen Gewissen aufhören. Oh ja, stimmt ja, ich habe ja doch noch Twitch-Drops, ne? 4. Ei, gut. Naja, habe ich die Boni drin, natürlich nicht. So, Attacke. Jetzt da links drum weggebunden. Ich stehe. Ich bin maximal im Weg, junger Freund. Hallo. Ich komme nicht an dem Pol vorbei, das glaub ich nicht. Ja, das wär's gewesen. Der stoppt nicht, bevor er da. Ach, der wird da rausgefahren. Der stoppt nicht. Super. Thank you.
rüber. Ja? Ich glaube, da sind wir gefangen. So, naja. Wir haben unser Damage gemacht. Ich glaube, so bescheiden habe ich auch nicht gespielt. Der Rest liegt am Team. Na? Der Rest liegt am Team. Was gibt's dann noch? Ja, der Konvoi. Gefecht. Die Karte ist äußerst schlecht für diesen Panzer, aber gut. Meiner Meinung. Was macht jetzt hier? Wir haben hier nichts verloren. Ach, genau. Mit so leid will man nicht spielen. Echt. Also zumindest ich nicht. Also mit solchen Leuten möchte man nicht spielen. Ja. Ja, da kann ich den Arsch blockieren. Meine wohlgemerkt, nicht die Gegner. Meine.
Scheiße, hier sind 80% zu wenig. Hallo. Ja. Naja, also das war irgendwo klar, dass wir hier keine Chance haben. Aber so wie der Rest von dem Team hier spielt, habe ich auch nicht allzu viel Hoffnung, dass das Gefecht sich irgendwie besser entwickeln könnte. Ich habe da wirklich nicht sehr viel Hoffnung, dass dieses Gefecht sich besser entwickeln könnte. Na, ist egal. Oh, auf dem haben wir ein besseres Rohr, hä? Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. So, mit dem 1252U fahren wir mit. Unabbricht Gegner-Team durch, der E25 löscht das Team, der reinen Stich, so wie immer bei meiner. Der lässt die Hänge und funkt selber nicht. Der schießt bei mir wirklich in die unmöglichste Momente. Also das ist wahrscheinlich sogar so blöd klingt. Ach, wenn es nur fauler ausritt, klingt mein tolles Internet. Also die Schüsse werden bei mir ausgelöst zum Moment. Ja, jetzt. Ja, super. Ja, stelle ich mir in den Weg. Ja, dass ich nicht schießen kann. Super, ja. So habe ich mir das vorgestellt. Thank you.
5-0, brauchen wir gar nicht mehr weiterspielen. 5-0, ja. Aber gut, ne, gucken, was ich treffe. Nix. Wie oft habe ich geschossen? 7-0, 8-0, ne? Nix. Nix, so, Schüsse nicht geschlagen. Ja. Der hat wahrscheinlich Adamantium-Beschichtung auf seinem Panzer. Also an der Stelle lässt sich das nicht erklären. Vielleicht kann man das ja mit Russen erklären, wo ich fahre. Kann das sein? So Adamantium-Beschichtung. Das ist komisch, Mike-Panzer wird von jedem Dreck durchschlagen. Jawohl, das hat... Damage habe ich gemacht. Das kann man mir jetzt nicht so erwerben. Das überaus fähige Team hat ja auch hier dazu beigetragen. Für das tolle Ergebnis. Ich lach mich kaputt, wenn ich schon nicht mal die 5-Tage-Siege heute schaffe. Also das. Da lache ich mich kaputt. Oh, was ist das? Fährt der Battlefront? Da muss ich gleich nochmal gucken. Das interessiert mich jetzt. So, diese Karte mag ich mit TD, aber ist sehr teamabhängig. Sowohl meins als auch die. Aber gut, das kann man nicht. Was macht dieser Leid in der Stadt? Also ja. Was macht dieser Leid in der Stadt? Das muss man mal einer erklären. Also ich glaube nicht, der spielt der Drittline-Sniper, ich kenne die Position. Der stellt sich mit dem Leid in die Stadt. Hier bräuchte mir Licht, wo ich bin. Hier auf der offenen Ebene. Müsste der was machen, dass wir schießen können? Ja. Ja, doch. Ja, der fehlt hier, der Leid, ne? Schon 2-0. Ja, jetzt kommt. Jetzt kommt der. Wir sind wach geworden. Ja, wir sind wach geworden. Super. Ich treffe den Leopard nicht. Super. Der fährt über das offene Gelände und keiner macht was dagegen. Ja, super.
glaube schon nicht. Ja. Ich treffe rein nicht. Wie soll es auch nicht sein? Das meine ich mit My Team. Ne? Das ist My Team. Ha! Panzerung nicht getroffen haben! Nein! Jawohl! Wargaming! Das ist Fair Play, Wargaming! Danke! Das ist wahr. Ja. Oh Gott, nichts. Ach, Wargaming, ja. Wargaming, tolles Spiel. Danke, Wargaming. Wissen Sie was? Ich bin froh, wenn die Stunde herum ist. Alle, guckt ihr das doch mal an. Guckt ihr das doch mal an. Das soll Spaß machen. Das soll Spaß machen. Hä? Wargaming. Was ich da verträgt für kriege, da, ein Ausbauding, dass ich ein Ding ausbauen kann. Für die schwerste Mission. Dafür kriegt man so einen Schrott. Alle. Zu dem Spiel fällt mir nichts mehr ein. Zumindest nichts, was irgendwie positiv zu bewerten wäre. Was haben wir dann da wieder geredet? Ohne weiter das Spiel, ohne weiter. Ja, nach 40 Minuten, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir das Elend hinter uns. Gucke, was verschwacht sind Smooth jetzt mein überaus hochkompetentes, tolles Team, wer sich überlädt, für maximal zu verlieren. Es ist ja schon so, dass das Spiel schon interessant ist. Weil es ist ja schon erschreckend. Wie soll ich denn formulieren, ohne hier nicht gesperrt zu werden? Was für intelligente Moves hier, also in immer neuen Varianten, wo man sich denkt, nee, also wenn man ein Gehirn hat, weiß man, dass das nicht gut ist. Ich glaube, das ist so richtig gut formuliert. Wenn man ein, oder wenn man ein Gehirn hätte, wüsste man, dass das, was man da macht, nicht gut ist. Aber ja. Die machen Blindshots hier in der Busch. So, die zwei Achter Mediums, ne? Denen gegenüber steht ein Neuner und ein Zehner, wie, ne? Und was machen die? Die fahren nur vorne. Die fahren allen Ernstes nach vorne.
Gold, ob es Gold beiseite ist. Wolle ich schieben, 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 kein Niederlage läuft. Es läuft. Mit dem Panzer die Card. Toll. Danke, Wargaming. Danke, Wargaming.
hast. Fair. Während er mich mit einem Schuss fair rausschießt, ne? Ja. Der Battle Pass steigt, ja. Der Battle Pass geht immer höher. 5 Gefechte habe ich schon gemacht und 1 Sieg. Ja. Total fair das Spiel, total super, macht total Spaß. Also ich bin begeistert. Also ich bin begeistert. Da haben wir einen EBR, der in der Stadt kämpft. Also dort hier ist der EBR natürlich prädestiniert. Also warum kriege ich immer so Teams? Also das Moment wirklich, das Spiel filtert alles aus und alles was bei mich kommt, ist dann wirklich die Creme de la Creme im Negativ. Also das ist wirklich, also was bei mir im Team ist, also das ist unfassbar, das ist unfassbar. Ich glaube, Bots würden besser spielen wie das, was ich in meinem Team hab. Da ist ein ELC 11 einfach durchgefahren. Der ist einfach durchgefahren. Das glaub ich schon nicht. Die sind so unfähig. So unfähig. Also, der fährt einfach durch. Haha, die 6. Niederlage. Nee, die 5. Niederlage im 6. Gefecht.
Türken zum Trainer. Sechste Niederlage, siebte Gefecht. Also heute gibt es in dem Spiel garantiert keine Verlängerung. Aber noch keine Minute länger. Tue ich mir das hier an. Noch keine Minute länger. Hallo. Was ich da für Siegrate habe, 30%, alle, ja. Right, oh mein, Favorit, oh, wir sind gestiegen, 25. 0%, ne? Ich habe auf dem schon keine Ahnung, sie waren 8 Gefechte gemacht. Der Leid ist in der Stadt. Der Leid ist in der Stadt. Ja. Gut. So, guck, da gehört der Leid hier. Der macht Licht und die Gegner schieben mein Team raus. Ja. So sollte das funktionieren. Der Leid ist da, wo Licht gemacht werden muss. Ne? Nicht wie mein Leid in der Stadt.
Ja, warum schieße ich überhaupt? Zeit- und Kreditsverschwendung. Leid ist wäre einer von denen da, wenn dem Spiel hat mir irgendwie permanent, also wenn man dieses Spiel spielt, permanent solche Tage, alle. Ah. Ja, den. Tolle Panzer haben wir ja auch noch. Ha, tolle Panzer, bin ich begeistert. Das Spiel macht ungefähr so viel Spaß wie Zahnwurzelbehandlung. Obwohl ich mir da jetzt nicht ganz so sicher bin, ob die Wurzelbehandlung nicht doch angenehmer ist. Sowas habe ich noch nicht. Haha, wir haben einen Conway gewonnen. Hahaha.
Ja, der war 4 Meter vor mir, bis er auf alle. Ja, naja. Gut. Na, egal. Da gucke ich immer, was das auf dem Conway für ein Sieg war. Also, ich steht jetzt schon, wer eine Wette abschließen wolle. Das war eine Nullnummer im Gefecht. Also, da hätte ich wer eine Wette abschließen wolle. Oh, doch, 400 Damage habe ich gemacht. Eieieiei. Ha? 400 Damage habe ich gemacht. Boah, das Spiel. Zu dem Spiel, da fällt mir nichts mehr ein. Aber sagen wir mal so, nichts, was irgendwie positiv zu bewerten wäre. Also hier werde ich eine sehr passive Rolle spielen, aber gut, ne? Im Prinzip mit TD-Sling spiele Map. Aber meine Teams haben mehr wie eindrucksvoll bewiesen, dass die es noch hinkriegen, dass das auch kein Spaß machen kann. Also, mal gucken nochmal, ne? Oh, ich habe sogar wirklich Schaden gemacht. Ach komm, ich treffe denen nicht, ist klar. Also wieder komme ich doch nicht hin.
zu wollen. Ich kann hier knäckern, wie ich will. Ist komisch, ich bin in die Loch gefahren, ne? Bei mir ist jeder durchkommen. Ne? Aber das ist das faire, ausgeglichene Gameplay von diesem tollen Spiel. Also, ja. Ja, an mehr Gold. Also das ist, ne? So wolle ich gerade bin noch nicht immer auch. Boah, was ein Spiel. Was ein Spiel. Ja, 3 Tagessiege haben wir besser wie nichts. Nehmen wir. Meine Begeisterung hält sich zwar äußerst stark in Grenze. Aber ja. So, aber das hat jetzt wieder mal überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ging es nicht so wie mir. Aber jetzt machen wir gerade noch ein bisschen was, was Spaß macht. Weil, ne, also so will ich da auch nicht aufhören. So, ich wechsle jetzt zu D3. Es wäre mir ein Vergnügen, euch dort A begrüßen zu dürfen. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Servus.